Hallo liebe Freunde der Zahltagsstrategie, da bin ich wieder, Nils Gajowi, und heute mit dem versprochenen dritten Teil der Analyse meines Zahltagdepots, Chancen, Risiken, Favoriten für das Jahr 2018, heute aus den Branchen Technologie, Finanzen und Pharma. Wie immer vorneweg, ich bin in allen Titeln, die heute erwähnt werden, investiert. Ich bin deswegen parteiisch und auf gar keinen Fall darf dieses Video als Anlageempfehlung verstanden werden. Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass ich jede Verantwortung ablehne für das, was jeder Einzelne mit seinem Geld anstellt. Ich will aber deswegen auch nichts von den Gewinnen abhaben, falls irgendwelche Gewinne auflaufen sollten. Ja, fangen wir an mit dem ersten Finanztitel. Das ist ein Titel, den vielleicht nicht so viele Leute auf dem Schirm haben. Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, so heißt das Ding, ganz spanisch lang ausgesprochen, Entschuldigung für meine Sprachkenntnisse, kurz Bladex. Bladex mit dem Kürzel BLX ist eine Außenhandelsbank mit Sitz in Panama City, gegründet von 23 Staaten Mittel- und Südamerikas. Und die Aufgabe dieser Bank ist es schlicht und ergreifend, den Außenhandel in Süd- und Mittelamerika zu finanzieren. Das Unternehmen zahlt 5,1% Dividendenrendite und da es den Sitz in Panama hat, ist für mich als deutscher Staatsbürger dort keine Quellensteuer abzuführen. Das verschafft mir kurzfristig zumindest immer erstmal einen Liquiditätsvorteil. Nachteil an dieser Bank: in den letzten 2 Jahren wurde die Dividende nicht angehoben. Das liegt ganz einfach daran, dass man hier mit operativen Herausforderungen kämpfen musste. Ich sag mal Stichwort Brasilien, Korruption in der Wirtschaft oder Venezuela. Die Devisenreserven dieses Landes sind ja gegen Null gegangen. Das Land steht oder stand kurz vor dem Staatsbankrott, wenn es man nicht schon pleite ist. Trotzdem eine Bank, die ganz solide geführt ist, die keinerlei spekulative Geschäfte abwickelt, sondern einfach nur Kredite vergibt und Außenhandel finanziert, wie es sich für eine Außenhandelsbank gehört. Mit den Gesellschaftern, den 23 Staaten, denke ich mal, ist man da auch vor einer Pleite dieser Bank relativ gut geschützt. Zweiter Titel. Wir gehen nach Amerika und kommen zur Versicherungsbranche. Da ist mir ein Titel aufgefallen, Old Republic International. Habe ich schon seit längerem auf dem Radar gehabt. Das ist nämlich ein Dividenden-Champion und die haben 36 Jahre hintereinander ihre Dividende angehoben. Nicht üppig, aber Anfang Januar hat man eine Sonderdividende von $1 deklariert und das war für mich der Trigger, um in diese Aktie einzusteigen. Old Republic ist eine Versicherung, wie sie im Buche steht, stockkonservativ geführt, hat eine Bilanz wie eine Festung, zahlt 3,7%, das ist eine attraktive Dividendenrendite im Augenblick, steigert diese Dividende aber sehr langsam. Aber wie gesagt, es gab im Januar $1 extra Dividende zu holen und deswegen bin ich da so kurzfristig auch eingestiegen. Nach den letzten Earnings, die am 25. Januar rauskamen, ist die Aktie gleich mal 4% gestiegen. Das ist eine Sache, ja, da muss man jetzt selbst überlegen, ob man diesem Kurs hinterherrennt oder auf einen Rücksetzer warten möchte. Ich finde, das ist eine der besten Versicherungsgesellschaften. Sie, also die ganzen Geschäftsberichte lesen sich, als hätte sie teilweise Warren Buffett geschrieben. Wirklich ganz konservativ, ganz langfristig orientiert. Und das Frappierende ist, trotzdem man in der Finanzkrise 2007 bis etwa 2011/12 Verluste geschrieben hat, wurde auch in diesen Jahren die Dividende erhöht. Das ist nämlich sozusagen der kategorische Imperativ des Unternehmens, dass man Wert an die Aktionäre zurückgibt. Dritter Titel, wir wechseln in die Technologie. Die ist ja mächtig heiß gelaufen und ich habe natürlich viele Titel im Depot, von denen ich sage, die würde ich gern noch aufstocken, die sind aber im Augenblick zu teuer. Ich denke hier an Intel oder Cisco oder ich denke an eine Apple, wo ich sage, nur 1,4% Dividendenrendite reißt mich nicht vom Hocker, obwohl die Aktie unterbewertet ist. Und auch eine Microsoft ist ein wahnsinnig gutes Papier, aber sie ist leider auch schon abgegangen.
ja, als ob sie bis zum Mond steigen möchte. Deswegen ein ganz konservativer Dividendenlieferant, der vielleicht nicht hundertprozentig in die Technologiebranche passt, aber trotzdem solide Dividenden abliefert. Ich rede von AT&T. AT&T ist der weltgrößte Telekom-Dienstleister, inzwischen aber eben auch Content-Anbieter. Die haben eigene Fernsehprogramme und sie sind dabei, Time Warner zu übernehmen, was im Augenblick auch so ein bisschen auf den Kurs drückt. Und das schon seit über einem Jahr. Warum? Man hat für diese 85 Milliarden Dollar Übernahme nämlich im vergangenen Jahr bereits Schulden aufgenommen bzw. Anleihen emittiert, die man jetzt natürlich mit Zinsen bezahlen muss. Und das drückt auf die Bilanz. Gleichzeitig hat aber das Justizministerium der USA AT&T verklagt und gesagt, sie werden diesen Deal nicht genehmigen. Die Verhandlung ist im März geplant. Die Richter haben schon mal das Justizministerium aufgefordert, eventuell die Klage zurückzuziehen, weil sie so wenig Chancen auf Erfolg hat. Nichtsdestoweniger bleibt das Ganze eine kleine Spekulation. Wenn dieser Merger nicht stattfinden sollte, naja, dann wird mit AT&T nicht so sehr viel passieren. Sollte er aber stattfinden, dann könnte das eine heftigere Kursbewegung triggern. 5,1% Dividendenrendite gibt es im Augenblick noch, seit 34 Jahren Dividendensteigerungen. Auch wenn die Raten der Steigerung nur 2% waren in den vergangenen Jahren, ist das etwas, wo ich sage, diese Aktie packe ich mir aus Einkommenszwecken ins Depot. Mit Kursgewinnen bin ich noch nicht reich geworden und davon kann ich auch meine Brötchen nicht bezahlen. Also hier ein Einkommenslieferant. Vierter Titel. Wir wechseln noch mal kurz in die Branche, gehen in die Pharmazie und da stoßen wir auf Pfizer. Pfizer ist ja vor allem bekannt wegen der kleinen blauen Viagra-Tabletten, die dort produziert werden. Pfizer ist aber trotzdem, ja, trotz dieses einen bekannten Produktes, einer der größten Pharmaziekonzerne der Welt. Es ist die Nummer 3 nach Johnson & Johnson und Novartis und damit die Nummer 2 in Amerika. Ja, in der Vergangenheit war man in diesem Unternehmen nicht besonders kreativ. Man hatte also nicht so wahnsinnig viele Blockbuster-Medikamente entwickeln können. Blockbuster sind Medikamente, die 1 Milliarde Dollar Jahresumsatz machen für das Unternehmen. Für die Jahre bis 2022 hat man allerdings 22 potenzielle Blockbuster in der Pipeline. Wir werden sehen, wie viele davon sich tatsächlich materialisieren. Pfizer ist eine Großmutteraktie. Das ist also etwas, was sich kaum bewegt. Da ist auch kaum Volatilität drin. Wir haben hier 8 Jahre Dividendensteigerung. Das ist schon ganz üppig. Und auch im Augenblick gibt es 3,7% Dividende, wenn man in diesen Titel noch einsteigt. Der ist also relativ auch unterbewertet. Tja, das war's für heute. Solltet ihr Fragen, Hinweise, Kommentare, Kritiken haben, sind mir die wie immer willkommen. Ansonsten freue ich mich darauf, in der nächsten Woche nochmal einen vierten Teil abzuliefern. Dann wird es um den Rest von meinem Zahltagdepot gehen. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Passt auf euer Geld auf. Tschüss, euer Nils Gajowi.